So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Recycling Center Simulator. Leute, ich nehme jetzt gleich noch eine zweite Folge für euch auf. Die erste Folge verlinke ich euch gerne hier am Ende des Videos. Könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen, wer es noch nicht gesehen hat. Da habe ich noch einiges zu dem Spiel erklärt. Und wir starten aber auch direkt gleich wieder hier Vollgas rein. Wir haben nämlich hier noch einen Scrap-Deal übrig, den wir für, ich würde sagen, 84. Wir bieten ihm 84 an, er will 93. Da handeln wir ein bisschen runter. Er akzeptiert, ist auch nicht böse. Dann rein in den Deal. So, das Problem ist nämlich aktuell, bei der Demo kann man noch nicht speichern. Und ich muss mich ein bisschen mal ein. Es wird nämlich schon dunkel und ich muss ja meinen Auftrag noch ausführen. Das heißt, so schnell wie möglich hier den Müll von der Baustelle räumen und einsammeln. Und zack, einmal da rein. Wir haben 13 Kilo Glas insgesamt. Also es ist eine sehr glaslastige Baustelle. So wie es aussieht. Moment. Och. Genau, also der größte Anteil ist auf jeden Fall Glas. Allerdings können wir Glas noch nicht weiterverarbeiten. Das ist ein bisschen das Problem. Da müssen wir mal gucken. Aber Ziel ist es auf jeden Fall, heute mehrere neue Maschinen zu kaufen und zu investieren. Ich glaube, das ist ziemlich, ja, das wäre eine ziemlich coole Sache. So, okay. Das haben wir alles, das haben wir auch alles. Dann sammeln wir hier drüben noch den Rest ein. Och, Mensch. So, komm, hier können wir die Vase auch aus dem Fenster. Och, alles so eine großen Teile heute. Was ist denn da los hier? Was ist mit der Baustelle los? So, da ist auch noch was Kleines. Perfekt. Gut, gehen wir eine Etage hoch. Es wird nämlich immer dunkler, ey. Das ist echt mies. Ich habe nämlich die Angst, dass wir dann hier gleich den Müll nicht mehr sehen, wenn das noch ein bisschen mehr anzieht mit der Dunkelheit. Ah, hier noch so ein blasse Teil. Einmal raus damit. Okay, lag jetzt hier noch irgendwas? Nee. War ich jetzt hier drüben? Ich glaube, hier drüben war ich, oder? Sieht gut aus. Noch eins hoch. Oh, wir haben aber sehr wenig eingesammelt bis jetzt. Na gut, der große Teil ist auch Glas. Hier oben liegt einiges an Glas. Das sieht schon mal gut aus. Unser Bag ist voll. Einmal weg damit. So, na komm, dann laden wir mal ein und gucken mal, wie viel wir rausgeholt haben. Und ob noch irgendwo was drin liegt. Sieht eigentlich alles schon mal sehr, sehr gut aus hier. Ja. Ich glaube, wir haben soweit alles. Ah, perfekt. Das war's. Alles eingesammelt. Gehen wir einmal zurück. So, dann wird das Ganze hier einmal verwertet. Zap, zap. Ist auch krass. Wir fahren zu jemand auf die Baustelle aufräumen. Ne? Also sozusagen sein Scrap, sein Müll dort beseitigen und müssen noch Geld dafür bezahlen. Das ist aber auch krass. Das ist eigentlich eine krasse Nummer. Eigentlich müssten wir Geld dafür bekommen. So ein Ding ist das nämlich. So, hast du Bock zu sortieren? Zur Abwechslung mal? Dann tu das. So, der Kollege hat einmal sortiert. Wir nehmen einmal mit Plastik. Plastik können wir nämlich recyceln aktuell. Und da haben wir einmal hier unseren Recycler. Einmal rein da mit dir. Ja, genau. So, was haben wir Plastik? 7 Kilo. So, dann können wir das schon mal pressen. Dann, was haben wir hier noch? Holz haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel mitgenommen. Ja, Metall haben wir 48 Kilo und Glas haben wir eben auch so viel. Papier. Holz haben wir auch 9 Kilo. Dann nehmen wir Holz noch mit. Holz können wir auch noch recyceln hier. Das ist super. Dann können wir nämlich hier diese Woodchips draus machen. So, 9,8. Das passt. Und perfekt. So. Okay, da brauchen wir erstmal eine neue Palette für unser Plastik. Und dann würde ich sagen, da müssen wir hier mal ein bisschen was verkaufen. Das nützt alles nichts. Oder wir gucken, ob wir einen neuen Contract kriegen. Das wäre auch noch eine Idee. So, dann müssen wir hier erstmal alles abpacken in die Säcke. Das war's. Perfekt. Wir gucken mal, was wir für Contracts noch haben. Ich glaube nämlich, wir haben einen Contract mit... lasst mich überlegen. So, Contracts haben wir aktuell nämlich noch 4 Stück auf Tasche. 58 mal Paper und 94 mal Plastik. 7 Tage. Boah. Weiß ich jetzt nicht. Wisst ihr was? Es ist 20 Uhr. Ich gehe erstmal pennen. Wir gehen erstmal schlafen und gucken mal, ob wir am nächsten Tag vielleicht bessere Contracts kriegen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. So. Okay. Was haben wir hier noch? Modern Box. Oh, krass. Für 15.000. Leck um Jomuchacha. Können wir richtig Kohle machen. Nee, der Contract ist noch der gleiche. Läuft in 6 Tagen ab. Schaffen wir das?
Ich weiß nicht, schaffen wir das? Ich nehme den mal an, oder? Nehme ich den an? Oh, ich traue mich nicht. Ich glaube, das ist ziemlich viel. Warte mal, wie viel Plastik haben wir denn hier? Wir haben hier gerade mal 7 Plastik. Das ist echt viel. Komm, wir verkaufen erstmal das, was wir haben. Wir verkaufen das, was wir haben. Vielleicht können wir derweil schon eine bessere Maschine kaufen. Oder eine neuere Maschine. Oder beziehungsweise fehlen uns ja auch noch 2 Maschinen. Einmal für Glas und einmal für Metall. Und Metall haben wir ja noch ziemlich viel hier auf Lager. Was wir noch nicht verarbeitet haben. So. Okay. Das noch einmal mit weg. Ich weiß auch nicht, was wir für die Woodchips kriegen. Könnte eigentlich auch ein guter Preis werden. Ich glaube, Holz ist generell nicht so billig. Oder was? Metall war, glaube ich, generell nicht so billig. So, okay. Dann einmal hier noch rein. Die müssen aber aufpassen, dass wir immer schön Platz lassen. Oh, oh. Für die Paletten, dass wir hier auch immer gut durchkommen dann noch, ne? So. Okay, das auch noch einmal hier hin. Perfekt. Fahren wir den auf Tasche oder auf Seite. Und dann gehen wir erstmal verkaufen. Vielleicht können wir uns eine neue Maschine kaufen. Cool wär's ja. So, Marketplace. Wir haben 18 mal Paper. Okay. Was kostet das normale? Ah, okay, das kostet nur 4 Dollar. Und hier ist 1 Dollar mehr. Naja, beziehungsweise 6 Dollar. Wir haben 18 Stück. So, sind schon mal 108 Dollar. Plastik. Haben wir schon mal hier 7? Ist jetzt auch nicht so viel. 10er. 18. Okay. Glas. Metall. Oh Mann. Wir können uns noch keine neue Maschine leisten. Kannst du vergessen. Müssen wir das noch verkaufen? Das noch weg? Warte mal, was haben wir hier drüben noch? Glas sind auch nochmal 32 Kilo. Komm, dann lass uns das Glas auch noch mit wegtun. Verkaufen wir das eben auch noch. Was haben wir hier drüben noch? Papier, glaube ich, oder? Ja, 3,9 Kilo Papier. Ja, komm, das können wir noch hier reinschmeißen. Brauchen wir ja noch nicht verarbeiten. So. Okay, wir müssen aber auch schauen, dass wir Scrap Deals noch bekommen. 175, oh, ganz viel Metall, ne? 94% Metall. 45 Kilo, 44. Hier ist ganz viel Glas. Ich will mir das Metall erstmal holen. 175, sagt er. Ich sage 158. Wollen wir jetzt mal ein bisschen ausreizen hier. Take it and leave. Oh, der war nicht so begeistert, Leute. Aber er hat es uns gegeben. Ach, warte, verkaufen. Marketplace, 9 Dollar für 49, oh ja, sehr gut. Und Glas, auch 9 Dollar, 32 Kilo, sehr gut. Theoretisch könnten wir die Glasmaschine kaufen. Würde aber eher gerne die Maschine kaufen. Wir holen nämlich jetzt auch so viel Metall. Machen wir auch. Wir holen doch jetzt so viel Metall dort raus. Und von daher würde ich sagen, kaufen wir uns die. So. Okay, perfekt. Wo ist denn hier das Display? Da. So. Okay, perfekt. Jetzt haben wir zwar unser ganzes Metall verkauft, aber macht ja erstmal nichts. Gut, ich schmeiß das mal noch schnell hinten rein. Das sind aber nur 400 Gramm und werde mal auf die Baustelle fahren und werde mal das nächste Zeug abholen, Leute. Und dann sehen wir uns beim Recyceln hier wieder. Genau, so machen wir es. So, Leute, ich bin schon wieder zurück. Es geht schon wieder ans Sortieren hier. Es geht schon wieder an Sortieren. Wir haben reichlich Metall mitgebracht. Ich glaube, 42 Kilo waren es insgesamt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir haben ja eine Maschine für Metall gekauft. Genau. Das heißt, eigentlich perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Dann lassen wir den das einmal durchsortieren. Hier haben wir nicht viel gekriegt. Wir haben aber hier 38 Kilo haben wir gekriegt. So.
Und dann einmal hier rein. So, und dann gucken wir mal, was wir hier Schönes machen können. 38,4. Oh. Perfekt. So, holen wir uns einmal eine Palette hier ab. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns direkt schon den nächsten Auftrag. So. Wir müssen generell mal hier noch überall Paletten ausbreiten. Das war auf jeden Fall ein guter Metallauftrag. Also da kann man nichts sagen. Da kann man wirklich nichts sagen. So, dann schmeißen wir hier noch eine hin. Das Papier. Das kann ich, wenn wir die Palette drunter legen, ob die direkt drauf landen, oder? Ja, aber ich glaube nicht. Wir hatten mal ein paar an 30, oder? Oh, 24 gehen nur drauf. Da kommt noch ein bisschen was raus hier. So, dann können wir das nämlich direkt schon mal wegfahren. Sehr gut. Und einmal rum die Num. Oh, das ist schon cool. Ich mag das Spiel. Ich mag das Game. Ich mag das gerne. So ein bisschen recyceln, sortieren. Hier, dies, das, Ananas. Ich mag das. Finde das cool. So. Okay. Haben wir schon mal eine ganze Palette mit Metallschrott. Oh, guck mal, hier kommt noch viel mehr raus. Sehr gut. Super. Das sieht doch mega aus. Wir haben noch 141 auf dem Konto. Vielleicht kriegt man noch einen Auftrag dafür. Scrap. Die, ja, easy. Was haben wir hier? Plastik. Plastik können wir verarbeiten. Glas. Ah, hier ist sehr viel Glas dabei. Okay, dann sag mal zudem mal 131. So. Gibt er uns mit Sicherheit. Dankeschön. Und dann düsen wir direkt wieder los. Und holen das nächste ab. Wie viel kriegen wir denn überhaupt für das Metall? Warte mal. Das würde mich auch nochmal interessieren. Marketplace Metall. 24. 11. 12. 12 Dollar. Und das normale liegt bei 8. Ja, 2 Dollar mehr. Okay, aber das dauert dann schon ein Stückchen, bis man die Maschinen hier rausbekommt, ne? Muss man echt mal so dazu sagen. Hier kann man das Plastik dann Stage 2. Da könnte man das Plastik sogar schon weiter verarbeiten. Okay, Crushing Machine für Glas wäre noch ziemlich geil. Contracts. Was haben wir für Contracts am Start? Schauen wir mal, was wir am Papier noch finden. Wenn wir noch ein bisschen was zusammenkriegen, dann würde ich sagen, nehmen wir vielleicht noch so ein Contract an. So, okay. Hier war aber trotzdem einiges an Glas, aber trotzdem auch viel Plastik. Das ist schon mal gut. Viel Plastik ist gut. Das können wir weiterverarbeiten. So. Oh, 21 Kilo Metall. Trotzdem 21 Kilo Metall. Das ist ja super. Das ist ja richtig gut. Jetzt haben wir aber auch nur die zwei Locations gesehen, ne? Baustelle und das hier. So, Plastik, das können wir auch weiter verarbeiten. Sehr gut. Okay. Zap, zap, da rein. Ein bisschen Holz nehmen wir natürlich auch mit. Holz können wir ja auch weiter verarbeiten. Da können wir schöne Sägespäne, Säcke draus machen. So, okay. Gut, dann sammle ich das hier mal fertig ein und sortiere das schon mal. Und es wird wieder reinsortiert, Leute. Metall, Glas. Ja, Mann. Sehr gut. Oh, das war falsch. Würde ich da reinschmeißen. So. Okay. Ich glaube, das selber sortieren macht schon zum Gewissen. Also wer da Bock drauf hat, der kann das natürlich selber machen, ne? Aber muss er wollen. Muss er einfach wollen. So. Metall. 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 Plastik. Das. Glas. Glas. Metall. So. So. Ich habe keine Kohle mehr gehabt, um den Typi zu bezahlen. Deswegen musste ich es jetzt. Deswegen musste ich es jetzt einfach selber machen. Okay.
Das war auch eine Zweier-Kombo. Sehr gut. Okay, perfekt. Wir haben alles. So, wisst ihr was? Ich fahre gleich weiter. Ich hole gleich die nächste Fuhre. Einen Auftrag haben wir nämlich noch, aber wir haben keine Kohle. Wir können was verkaufen. Kein Problem. Wir können was verkaufen. Was war das? Plastik. Nee, Paper. Nee. Metall. Okay, komm, dann verkaufen wir das. Wie viel haben wir? 24. Okay, dann können wir zumindest schon mal den nächsten Auftrag annehmen. Na. So, dann machen wir eine Offer von 130. Sollte klappen. Okay, perfekt. Ich würde es gerne mal bis zum Schluss ausreizen. Guti, ich bin unterwegs, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, ein neuer Tag, neues Glück, Leute. Ich habe hier ein paar neue Contracts. Und zwar Preston Metal. 7 Tage left. Und ich sage euch, wie es ist. Wenn der mir 1,5 dafür gibt oder 1550, dann mache ich das. Ich glaube, das ist a good offer. Okay, der ist sogar einverstanden. Und dann habe ich mir noch überlegt, Paper. 6 Tage. Ich werde diesen Auftrag hier annehmen. Ich werde diesen Auftrag annehmen. 1750 will ich dafür haben. Komm, gib's mir, Baby. Gib's mir. Nice. Okay, wir haben 2 krasse Aufträge am Start. Und das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Oh, warte mal. Wir müssen erstmal Scrap Deals wieder rausholen. 144. Schwierig. Wir haben eine Menge Glas. Warte mal, ich verkauf erstmal das Glas. Weil die anderen Sachen brauchen wir aktuell. Die anderen Sachen brauchen wir aktuell. Wir brauchen einmal Metall, Papier und Plastik. Ich kann ja hier schon mal ein bisschen was rausholen. Guck mal, wir haben hier 13 Kilo drin. So, das machen wir schon mal an. Dann, was haben wir hier drin? Hier haben wir drin 17 Kilo. Einmal anschmeißen. Auf geht's. So, und was haben wir hier drin? 36 Kilo. Das sieht verdammt gut aus. Ab geht die wilde Fahrt. So, da können die hier erstmal pressen wie die Weltmeister. Ich verkaufe euch schnell mein Glas, dass wir den nächsten Scrap-Deal annehmen können. Und dann soll es passen. Oh, guck mal hier. Kriegen wir sogar 9 Dollar. Sehr gut. So. Hier haben wir sehr viel Plastik, was wir auch brauchen. Und ich würde dir dafür zahlen 125. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, Leute. Aber so viel Geld hat man eh nicht gehabt. Okay, perfekt. Kann man eigentlich immer gleich 2 annehmen? Nee, ne? Oh. Nee. Müssen wir immer erst warten. Ja gut, kann man nicht ändern. So. Okay. Das einmal hier drauf. Sehr gut. Auch einmal alles hier drauf. Zerrapp. Passt. So. Dann können wir schon wieder eine neue Palette. Boah. Eine neue Palette rankannen, so schnell wie möglich. Denn hier hinten ist schon voll. Guck mal, 95 Metall. Und die erste Palette haben wir schon mal fertig. Boah, das wird richtig Kohle geben. 24, 48, 96. Okay, also fast vier volle Paletten brauchen wir davon. Fast 4 volle Paletten. Das wird spannend. Okay. Aber ihr könnt schon fast die zweite sein. So. Oha. Oha. Okay. Okay, das ist ja geil. Das ist ja richtig super. 2 Paletten schon. Perfekto. So, wie viel Scrap brauchen wir? Oh, 94. Das ist auch hart. 94 ist auch krass. So. Okay, perfekt. 2. Palette auch am Schlüssel. So, nehmen wir gleich wieder eine neue mit hin. Und dann fahren wir erstmal zum nächsten Schrotthändler. Und, warte mal, hier, das passt. Da geht noch einiges drauf, da auch. Okay, wir brauchen erstmal einen neuen Auftrag, glaube ich. Nee, hat man schon genommen. Neuen Auftrag hat man schon genommen.
Guti, ich sammle mal schnell Schrott ein und werde das mal sortieren. Und dann schauen wir mal, dass wir so schnell wie möglich hier in die nächste Runde kommen. So, die Maschinen laufen schon wieder auf Hochtouren, Leute. Und ich bin hier fleißig dabei. Ich habe jetzt noch ein oder zweimal sogar Schrott eingesammelt von einer Baustelle. Wir haben ja einiges an Säcken. Also es ist einiges an Holz dabei gewesen. So. Das läuft sogar noch. Okay. Oh. Krass, wie viel Holz. Oh, so viel Holz hatte ich da gar nicht auf dem Schirm. Okay. Das war gut. Das war sehr gut. Einiges an Plastik tatsächlich. So, das heißt, die Palette ist auf jeden Fall erstmal voll. Okay, perfekt. Das heißt, die können wir auch erstmal reinfahren. Aber Plastik brauchen wir auch für unseren Contract. Sehr gut. Ich habe auch einiges an Metall nochmal mitgebracht. Aber es reicht auf jeden Fall nicht. Also wir müssen definitiv noch einen Tag weitergehen, um hier das Ganze abzuschließen. So. Jetzt haben wir schon mal 30 von 94, ey Leute. Das ist eine ganz schöne Ausnummer. Aber insgesamt diese zwei Contracts bringen uns, glaube ich, insgesamt 3000. Also das ist echt nicht wenig. So, ich glaube, die könnte auch voll werden, oder? Ah, nee, nicht ganz. Schade. Hier können wir eine neue Palette noch holen. So. Ich meine, wir haben noch 298 Dollar. Das heißt, wir brauchen eigentlich erstmal nichts verkaufen können. In den nächsten Tag gehen und eigentlich neue Contracts sozusagen uns holen. Ja, sieht erstmal ganz gut aus. Ich würde sagen, so machen wir das auch. Ich gehe mal pennen. Und dann schauen wir mal, was es im nächsten Tag für neue Aufträge für uns gibt. Denn wir brauchen Schrott. Paper, Glas, Metall, Plastik, super Auftrag. Metall, den nehmen wir. 184, den kriegt man für 150, pass auf. 151, weil wir ja nicht, ne, sieht besser aus. Okay, perfekt, Dankeschön. Nehmen wir, Leute, ich hole das Zeug schnell ab, dann gucken wir mal, wo der Stand ist. Die Stunde der Wahrheit, meine Freunde. Die Stunde der Wahrheit. Ich habe noch einen Auftrag gemacht. Das ist auch der letzte Auftrag, den wir jetzt in diesem Tag noch haben. Theoretisch sollte unser Metall genau reichen. Also haargenau reichen für das, was wir jetzt hier schon rausgeholt haben. So, schauen wir mal. Ja, 95 von 95. Wie geil ist das denn? Das heißt, wir können diesen einen Auftrag schon abschließen. Und da sollte man auch gut Geld bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, hier haben wir aber auch noch ein bisschen was. Genau. Hier hatte ich auch nochmal 13 Kilo Holz verarbeitet. Wie viel haben wir jetzt hier? 42 Säcke haben wir hier drauf. Na gut, machen wir die Palette noch vollkommen. Okay, Contracts taken. Wir können jetzt diesen Kontrakt abschließen. Für 1550. Abflug. Perfekt. So, hier fehlt uns noch ein bisschen was. Aber das ist nicht so schlimm. Ansonsten, was haben wir denn noch für Aufträge aktuell? Paper, 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 Pressed Metal, okay. So, jetzt gucken wir aber mal ganz kurz in die Maschinen rein. Wir können uns jetzt zumindest schon mal was für Glas leisten. Smelting Machine für Plastik wäre dann das nächste tatsächlich. Und dann geht's weiter. Oh, Pressing Machine für Paper. Wartet mal kurz. Marketplace, Paper. Ui, das wäre aber gleich ein richtiges Upgrade. Das wäre gleich ein richtiges Upgrade. Wie sieht's denn, warte mal, wie sieht's denn aus mit Glas? Ja, das richtige Upgrade kommt tatsächlich immer erst bei den nächsten Maschinen. Das ist krass, okay. Dann sollten wir echt überlegen, ob wir vielleicht noch ein bisschen sparen und uns dann die nächste Maschine holen. Ich sage euch, wie es ist. Mach mal. Mach mal. Für Plastik könnten wir das machen. Obwohl wir Plastik und Paper eigentlich noch nicht dingsen könnten. Ja, naja gut. Leute, ich würde sagen, ihr seht selber, wohin das hier läuft. Das ist, ja, ein witziger Recyclingweg, den die Sachen hier nehmen. Und ich finde es auch so generell sehr, sehr cool gemacht und umgesetzt. Ich glaube, dass das Spiel echt Potenzial hat und dass da wirklich was draus werden könnte. Ich würde es bei den zwei Folgen jetzt erstmal belassen, weil das Problem ist, dass die Demo jetzt aktuell kein Save-Game hat. Das heißt, man kann es nicht speichern. Und das ist tatsächlich ein Problem.
Und in diesem Sinne sehen wir uns wieder, wenn es Neues hier von dem Recycling-Sender-Simulator gibt. Ich freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank. Lasst gerne das neue Video da. Schaut bei mir auf dem Kanal vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao.